Ja, wie ihr hören könnt, ist der Drucker wieder da. Scheint diesmal das gleiche Gerät zu sein, weil die Düse, da hatte ich ja schwarzes Filament gedruckt, noch schwarz war. Das ist wirklich repariert worden. Funktioniert bis jetzt ganz gut. Kann ich euch auch kurz zeigen. Hab schon ein paar Objekte damit gedruckt. Octoprint läuft auch. Da danke ich einem Kommentar, dass man da 1 Million bei Bautrat einstellen muss bei Octoprint, um mit dem Teil Verbindung zu kriegen. Da hätte ich nicht dran gedacht. Aber läuft und man kann sowohl, wenn man von der SD-Karte druckt, beobachten, was er macht. Das sind die Temperaturen. Man kann auch noch steuern, man kann auch noch die Temperaturen während des Drucks ändern. Das finde ich cool, weil man dabei beim Cura nicht diese Temperatur fest einstellen muss und dann wieder neu slicen muss, sondern man kann es dann während des Drucks auch noch ändern, die Temperatur, wenn man merkt, die ist zu hoch oder zu niedrig. Funktioniert also wirklich sehr gut, bin ich sehr zufrieden, auch wenn der Drucker fertig ist und wenn man abbricht, dann fährt der Druckkopf unter Umständen nicht dahin, wo er soll. Da kann man dann auf Home drücken oder man kann ihn manuell steuern. Das finde ich also schon, also Octoprint rate ich euch auf jeden Fall. Das macht ja nur ein Raspberry Pi. Ein 4, ist ein USB-Stick oder eine SD-Karte und dann könnt ihr das ganz einfach selbst installieren. Ist nicht sonderlich schwer. Wenn ihr es wirklich nicht könnt, schreibt mich an, vielleicht können wir was ausmachen. In der Videobeschreibung, da habe ich euch meine Cura-Konfiguration rein. Und ich zeige euch dann auch da drin oder hier im Video, wo ihr die hinkopieren müsst. Denn diese automatische Nivellierung des Raptor, die wird von Haus aus nicht gemacht. Da müsstet ihr euch einen Teil raussuchen aus den Beispieldateien und da rein kopieren. Zeige ich euch wo. Ich habe das ein bisschen verändert. Ich habe nämlich auch gleich die Kalibrierung mit angegeben. Bei mir ist jetzt die Kalibrierung soweit gut. Ob die für euch passt mit den Werten, weiß ich nicht. Da steht aber dahinter Kalibrierung X, Y oder Z. Ihr müsst dann einfach eure Werte ausrechnen, dazu vielleicht auch ein kleines Beispiel unten in der Videobeschreibung. Ihr geht über Einstellungen, Cura konfigurieren. Dann den Punkt Drucker auswählen und rechts Geräteeinstellungen ändern. Dort tragt ihr unter dem Punkt Start-G-Code und End-G-Code das ein, was ihr unten findet. Ist auch nicht schwer, braucht man im Prinzip nur einen digitalen Messschieber oder einen Messschieber, wenn man gut ablesen kann. Meine Augen sind schon ein bisschen schlechter. Ich habe das lieber digital. Ansonsten muss ich sagen, ja, der Drucker war nach einer guten Woche wieder da. Lob an die Firma Besser. Bis jetzt ist da auch alles anstandslos gelaufen. Muss sagen, habe ich auch nicht anders erwartet. Ihr seht da so ein blaues Tape auf dem Druckbett. Ich habe das vorher ganz einfach auf das Druckbett geklebt. Also diese Klebestifte, die es hier gibt, die kennt ihr bestimmt. Aber festgestellt, es ist mir immer zu mühsam, das Zeug wieder abzuwaschen. Außerdem hält es trotzdem nicht so gut. Ich habe mir hier so ein spezielles Band gekauft von 3M, findet man bei Amazon. Ja, ich stelle euch den Link unten rein. Davon reiße ich einen Teil ab. Also die liebe ich drauf, reiße ab, hinten und vorne bündig. Und die kann man auch mehrfach benutzen. Ich benutze die so zwischen 4 bis 10 Mal, je nachdem, wie die Qualität dann ist. Nehme ich die einfach runter und das Unterteil, also das Druckbett selber, ist kaum mehr abzuwaschen. Da hat man wesentlich weniger Mühe und meiner Ansicht nach haftet das besser auf dem Druckbett als ohne dieses Gewebe. Das ist auch etwas rauer, fast wie die Folie, die mitgeliefert wird mit dem Originaldruckbett. Da habe ich noch eins da. Das sieht dann so aus. Die ist schon fast wieder zu rau, da haftet das Material sehr, sehr stark drauf. Kriegt man kaum mehr ab, ohne das Teil zu beschädigen. Letztlich ist es nichts anderes, so ein Gewebeband wie das hier, aber halt wettengünstiger. Ich habe mir auch viele dieser Sticks gekauft, die gibt es dann im 3-Up-Set für relativ billiges Geld. Sollte man also schon tun, wenn man mehr druckt. Ich habe mit dem Teil noch nie die Düse gewechselt, er steht vielleicht mal an. Ich habe auch vor, eine 0,2er Düse mal testweise zu verbauen.
Da muss ich allerdings erst schauen, dass ich eine Düse finde, die da genau reinpasst. Vielleicht hat da auch jemand einen Hinweis für eine Düse, die genau in den Raptor passt mit 0,2. Die Druckqualität mit 0,4. Na gut, sie ist schon okay mit den Einstellungen, die ich getroffen habe. Aber vielleicht wird es mit 0,2 noch etwas genauer, weil die Z-Achse kann man ja nur bei einer 0,4er Düse um 0,2 verschieben. 0,1 ist sehr kritisch, da bleibt er oft hängen und reißt da wieder was ab. Bei der 0,2er Düse, schätze ich mal, kann man 0,1 in Z-Achse fahren, was natürlich zu einem besseren Druckergebnis führt. Zurzeit baue ich dieses Teil für jemanden nach. Das ist ein Teil von einem Rollokasten, alter Rollokasten. Da gibt es leider keine Ersatzteile mehr. Habe ein Sinkerkett, schaut das relativ einfach aus. Ist aber schon ein bisschen Arbeit. Macht also nicht von jetzt auf gleich, aber es ist auf jeden Fall machbar. Ich zeige euch mal mein Ergebnis bis jetzt. Da ist noch nicht viel geschehen. Das ist also die Datei, wie das dann aussehen soll. Beim Rollokasten ist es diese Rundung hier, die ich abgebildet habe, mit der Brücke unten und ja, diesem Teil hier hinten rauf, den habe ich auch schon dabei. Das ist also so, sage ich mal, 50% fertig. Und ja, dann spiegel ich es und dann kann man es zusammen ausdrucken, hat man gleich zwei Ersatzteile. Ich mache also einmal für links und einmal für Rechtsanschlag. Der Rollokasten unterscheidet da. Aber es ist nicht so schwer zu machen. Wenn man sich in Sinkerkett mal ein bisschen eingearbeitet hat, dann geht das wunderbar. Für einen Freund habe ich eine I-Kiste gedruckt. Oben in den Bögen sieht man noch kleine Reste. Das ist vom der Hilfsstruktur, damit es oben noch gerade wird, dann hängt es ja über und würde sonst runterfallen. Gedruckt habe ich es ja eigentlich so. Das Ganze ist natürlich keine Bierkiste, sondern eine Kiste, in der man Batterien aufbewahren kann. Man hat die von Singiverse downgeladen. Die sind auch noch nicht entgratet und sauber gemacht, aber sieht man an sich, ist ein sehr gutes Ergebnis. Ja, das war's für heute. Schaut wieder rein. Ich mache bestimmt noch was zum Presser oder zum 3D-Druck. Vielleicht gehe ich auch mal auf den Thinkercad ein. Wobei, da gibt es so viele Tutorials, da braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen. Cura, die neueste Version empfehle ich euch. In Cura habt ihr viel mehr Möglichkeiten, diese verschiedensten Parameter einzustellen, als bei dem Programm, das mit dem Raptor mitgeliefert wird. Da ist zwar auch ein Cura dabei, aber ein 4. irgendwas, 4.3 oder 4.2, glaube ich, also eine relativ alte Version, die Hälfte nicht mehr kann. Ich habe noch 4.9 laufen, 4.10 ist schon draußen. Ich scheue mich, es noch zu installieren, weil ich die ganzen Parameter wieder rüberschaufeln muss. Ich schaue jetzt mal, wie ich die am besten exportieren und dann wieder importieren kann, sodass ich mir die Mühe des Einstellens sparen kann. Bei diesen Stützstrukturen Trees, da habe ich ziemlich lange eingestellt, um eine ausgewogene Einstellung zu finden, in der nicht zu viel Material verdruckt wird, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass oben oder am Objekt nicht zu sehr haftet, sodass man es leichter abkriegt. Oft ist es ein bisschen verwinkelt und dann kriegt man die ganz, ganz schwer wieder raus. Auch, dass es im Objekt Stützstrukturen aufsetzen darf, ist natürlich Schwachsinn. Man sollte immer schauen, dass man die Stützstruktur auf dem Druckbett aufsetzen lässt, also beginnen lässt. Kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber Filament ist ja nicht so teuer, bei knappe 20 Euro das Kilo. PLA, TPU habe ich noch nicht gedruckt. Und der Raptor kann ja nur PLA und TPU. Wobei, ich weiß nicht, man muss mal schauen, wie weit er überhaupt hochheizen kann. Vielleicht kann man auch was anderes drucken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.